Hallo, mein Name ist Stefan Pittner, ich bin Geschäftsführer und CEO der Close Group. Geschäftsführer kann man auf unterschiedlichen Wegen werden. Bei mir war es so, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Werkzeugmacher, als technischer Zeichner, habe anschließend in der Abendschule Weiterbildungen gemacht, unterschiedliche berufliche Stationen gehabt bei Unternehmen, in der Planung, bin dann irgendwann bei Close gelandet und bin jetzt seit 1.1. hier Geschäftsführer. Basierend auf einer ganz normalen Ausbildung. Wir befinden uns jetzt im Ausbildungszentrum der Firma Close. Man muss wissen, mehr wie 50% der aktuellen Mitarbeiter bei Close sind durch diese Ausbildung durchgelaufen. Wir bilden technische und kaufmännische Berufe aus. Auch duale Studenten, die im Moment sehr gute Projekte für uns umsetzen und uns ein bisschen helfen, in die Zukunft zu kommen. Im weltweiten Benchmark ist das, was wir hier ausbilden, absolut Top-Class. Das heißt, wir können eigentlich unsere Auszubildenden nach einer kurzen Einarbeitungszeit überall auf die Welt schicken und hinterlassen da positive Spuren. Ein Herzstück unserer Ausbildung sind die technischen Berufe. Bei Close haben wir die Möglichkeit, dass unsere Auszubildenden auch hier im Roboterbau mitarbeiten. Das heißt, sie dürfen selbst einen Roboter mitbauen, verstehen dann, wie die mechanischen und elektrischen Komponenten verbunden werden, um dann noch was Großes draus zu bauen. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, hier landet der Roboter bei uns im Maschinenbau. Im Maschinenbau bauen wir dann die kompletten Anlagen auf. Hier eine große Anlage für die Baumaschinenindustrie. An der Anlage werden vermutlich auch Auszubildende mitgewirkt haben. Das heißt, wir bilden hier unsere Auszubildenden dann aus in der Elektroinstallation, in der mechanischen Montage, Aufstellen von Anlagen und in Betriebnahme, das Rundum-Package der Technik. Ja, nutzt die Chancen, die uns das Ausbildungsland Deutschland bietet. Wir haben tolle Produkte, tolle Möglichkeiten. Bleibt wissbegierig, offen, begeistert bei der Sache und euch steht die Welt offen.